Herzlich willkommen bei Fitorial und unserer Challenge. Und wir sind schon bei Tag 19. Jetzt denken die Leute, boah, cool, noch 11 Tage, dann habe ich es geschafft. Dann muss ich nie wieder was tun. Das wäre traurig, ne? Das wäre richtig traurig. Dann haben wir was falsch gemacht, definitiv. Dann haben wir was nicht geschafft. Vielleicht sollten wir mal darüber reden, was es denn für Möglichkeiten gibt, so im Alltag sich sportlich zu betätigen. Ja, es gibt ganz einfache Methoden. Das habt ihr alle schon mal gehört. Dieses, nimm die Treppe und nicht den Fahrstuhl oder die Rolltreppe. Und das macht schon was aus. Also je nachdem, was du vielleicht auch für einen Job hast und wenn du dich tagsüber öfter mal durchs Bürogebäude oder so bewegen musst, Treppe auf, Treppe ab, dann hast du auf jeden Fall schon einige Schritte gemacht und dein Po und deine Oberschenkel ganz gut trainiert. Ja, also ich mache das tatsächlich auch so, dass ich dann so denke, ja, gehst jetzt einkaufen, nimmst du das Auto und dann überlege ich kurz, ach, heute noch gar nicht so viel gegangen, komm, verbinde ich das mit einem kleinen Fahrradtrip oder mal zu Fuß dahin, ne? Und mir hilft das tatsächlich, das wirklich als kleine Mini-Workouts wieder zu sehen. Ja. Ja, das ist, mich motiviert das. Dann sage ich mir, okay, das kann ich noch machen, dann habe ich da ja schon wieder was gemacht. Und ich glaube, da kann man sich so im Alltag immer wieder so kleine Sachen suchen, wie man das eben umsetzen kann. Das sind natürlich jetzt Sachen, da braucht man wirklich gar keinen extra Gerät für, da braucht man keine Utensilien, das ist ja einfach nur sich selber nochmal klar zu machen, welche Wege kann ich eigentlich zu Fuß gehen und wo kann ich eigentlich die Treppe nehmen anstatt den Fahrstuhl. Genau. Gehen wir nochmal einen Schritt weiter, was kann man machen, um vielleicht so Mini-Workouts in den Alltag einzubetten, und ich glaube, da bin ich so ein kleiner Meister drin. Die Wohnung entsprechend ausstatten, ne? Die Wohnung entsprechend ausstatten sieht vielleicht nicht ganz so cool aus. Ich kann es aber wirklich jedem nur empfehlen, zum Beispiel eine Klimmzugstange. Irgendwo zwischen Türrahmen oder zwischen zwei Wänden, bei mir ist es zwischen zwei festen Wänden, eine Klimmzugstange hingehangen und schon ist es eigentlich immer so, ich sehe das Ding und denke, ach komm, 5 oder 10 Klimmzüge gehen immer. Jetzt sagen manche vielleicht, ich kann ja gar keine Klimmzüge, habe ich ja Glück gehabt. Ah, kein Problem. Es gibt so Gummibänder, ja, so Terrabänder heißen die, glaube ich. Hat er mich auch schon mitüben lassen. Gar kein Problem. Einfach da drum, daran festmachen, Fuß reinstellen und schon kann auch jeder Klimmzüge. Mit Unterstützung, genau. Richtig. Dann gibt es so Möglichkeiten, diesen Schlingentrainer habe ich an meiner Klimmzugstange hängen. Manchmal einfach nur, ich sehe das Ding und denke mir, ach komm, ich hänge mich mal so da dran und ziehe mich einfach mal so wie bei so einem Rudergerät so 10-mal dran. Das ist echt witzig mit ihm, wenn man zum Beispiel mit ihm Fernsehen schaut und dann ist eine Werbepause. Auf einmal verschwindet er, aber nein, nicht auf die Toilette. Dann sieht man ihn so durch die Tür, dann ist er da draußen irgendwas am Machen. Man denkt, ah, okay, hat schon wieder das Bedürfnis gehabt, sich zu bewegen. Ja, und ich möchte wirklich mal sagen, das ist bei mir tatsächlich das Geheimnis, wie ich ein gewisses Level halten kann, auch über, sag ich mal, Trainingsflauten hinweg. Weil es kann natürlich auch mal sein, dass ich 2, 3 Wochen gar kein richtiges hartes Training mache. Ja, dass ich mal wirklich kein 50-Minuten-Stunden-Workout gemacht habe. Und jetzt kommt der Punkt. Durch diese Mikro-Workouts, nenne ich sie mal, diese kurzen Einheiten, nochmal kurz 10 Klimmzüge irgendwie dazwischen gepackt. Das ist ja kein richtiges Workout. Da fange ich ja nicht an zu schwitzen. Da passiert mit meinem Puls überhaupt nichts. Aber das reicht, dass die Muskeln noch mal kurz den Reminder bekommen. Ach so, wir dürfen die gar nicht abbauen. Die braucht er noch. Alles klar, Finger weg, die bleiben. Das ist wirklich erstaunlich, wie der Körper reagiert, wenn man die Muskeln nicht nutzt. Der Körper ist sozusagen der härteste Arbeitgeber der Welt. Wer nicht arbeitet, fliegt. Das ist so. Ja, und da wird nicht verhandelt. Und da gibt es keinen Mutterschutz, nichts. Das Ding, da wird abgebaut. Ja, sofort alles abgebaut. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann versteht man auch, dass man eben auf der Arbeit nur mal, manchmal muss man ja auch einfach nur mal engagiert durch den Gang rennen. Und dann sieht es so aus, als würde man den noch brauchen. Und schon wird er nicht gefeuert. Okay? Und so funktioniert das mit Muskeln auch. Es reicht eben, wenn man sie einmal aufgebaut hat, sie ab und zu mal abzurufen. Und ja, wie gesagt, ich habe gesagt, Klimmzugstange, sehr, sehr Gold wert.
Jetzt kann man natürlich sagen, es gibt noch Gewichte und so weiter. Da bist du ja auch zum Beispiel auch gut ausgestattet. Du hast eine Hantelstange und so weiter. Genau. Ja, ist natürlich jetzt kein Mikro-Workout. Ich wollte gerade sagen, ich nutze das natürlich für ein komplettes Workout. Also bevor ich mir die Mühe mache, das da alles aufzustellen, das mache ich nicht für 5 Minuten. Ne? Das mache ich dann wirklich, um eine Stunde konzentriert zu trainieren. Aber wenn man sowas rumliegen hat, auch eine Kurzhantel kann man einfach mal kurz nehmen. Bizeps, Trizeps, es gibt immer Möglichkeiten. Oder einfach mal in der Werbepause kurz auf den Boden legen und ein paar Crunches einbauen. Ja. Warum denn nicht? Nervig genug ist die Werbung eh. Warum nicht was Sinnvolles mit der Zeit machen? Und das Schöne ist, wenn ihr diese ganzen kleinen Sachen dann eben habt, dann fühlt sich das irgendwann wirklich auch gar nicht mehr wie Workout oder so an, sondern ich mache das auch schon unbewusst. Ja? Das ist so in Fleisch und Blut übergegangen. Ich gehe aus dem Zimmer, ich sehe die Klimmzugstange, 3 gehen immer. Ne? 3 gehen einfach immer. Und das ist eben das Praktische daran, wenn man das so in den Alltag integriert, sage ich mal, dann geht die Sonne auf. Oh. Ja, hast du noch irgendwelche Ideen, was man noch machen könnte? Also lustigerweise hat mir eine Freundin letztens erzählt, dass sie shoppen war und sie war immer so schwer beladen, als sie zu den Umkleiden gegangen ist, dass sie am nächsten Tag tatsächlich Muskelkater im Arm hatte. Von daher... Einfach mal mehr shoppen gehen. Super Ausrede, oder? Ja, so... Tatsächlich einfach mal überlegen, wo kann man überall so kleine Sachen einbauen. Weil ich kann es auch verstehen, wenn Leute sagen, ich will diesen Schritt jetzt, ich ziehe mir Sportklamotten an, ich mache jetzt das Workout an, ich bin jetzt irgendwie eine halbe Stunde weg. Das ist natürlich ein gewisser Aufwand. Das muss auch die Woche irgendwann mal passieren. Ja, das machen wir hier oft genug bei Fitorial. Aber ich kann verstehen, dass man das eben nicht immer macht. Und dann genau wird es so wichtig, dass man diese kleinen Sachen eben macht, um sich auch einfach den Gefallen zu tun, die Muskeln noch zu erhalten. Und genau das gehört ja letzten Endes auch zum Sportler-Mindset. Ja. Einfach, dass man seinen Alltag aktiver gestaltet. Das heißt nicht, dass man jeden Tag stundenlang Sport treiben muss und irgendwelche Workouts machen sollte. Das kann man wirklich ganz gezielt ein paar Mal die Woche machen, aber wirklich alles so ein bisschen aktiver machen. Ja. Und dadurch auch bei sich selbst so ein bisschen diese Lust zu wecken, sich einfach zu bewegen und mal kurz was zu tun, mal kurz auf Touren zu kommen. Ja. Und damit ist die heutige Hausaufgabe für euch, Sachen finden, die ihr im Alltag machen könnt, die so ein bisschen aktiver sind. Genau. Ansonsten bis morgen, dann wieder mit Hardcore-Workout, was euch zum Schwitzen bringt, hoffentlich. Bis morgen. Bis morgen.